Leute, kommt zu einem neuen Let's Play Bagger. Ich hole die PvP-Bedrohung ab. Fange gleich mit den Diamanten seine 1040 Diamanten. Drei Momentum-Slots. Ja, Platin-Liga-Bag mit drei Ehrenkarten, okay. Ja, wie ihr seht, ich bin 2019 wie ihr immer noch wisst. Ja, Position, ich habe bisher nur die eine Alexa Bliss, ich habe sonst kein Glück hier. Und die Arbeit kommt hier Alexa Black ihren Pro dazu. Ich muss jetzt noch die Diamantenlevel erwähnt und ja, man ist vor den ersten Abschluss drin und durch den zweiten Räumen. Sofort, wenn der erste fertig ist, und natürlich den auch gleich leveln mit Over the Limit hier. Sicher, dann würde ich sagen, machen wir zusammen mein Kämpfchen, oder? Weil ich gebe euch jetzt einen Tipp vom YouTuber, der mir auch Weiß gegeben hat von Deutschen. Er hat gesagt, erstmal hier ziehen. Und wenn ihr zwei solche McFoley-Dinger zieht, also mit solchen 5 ist das so, ich dann hier Enthüllung machen. Wir gucken uns halt die Bildkreiswerbung an. Beziehungsweise ich mache einen kurzen Cut. Gut, das sind solche. Und diese Hype-Punkte könnt ihr sammeln vom Draftboards. Also alles, was Draftboards hat. Also Team Auto Glory, PvP, ja. Und halt, naja, alles halt, ne? Zum Beispiel hier, ich habe mir den Bonus und 3 Turmkämpfe jetzt 100 Punkte bekommen. 102. Weil ich eine hatte, verdoppelt. 2074 Punkte und globaler Hype ist jetzt 30.538.164. So, die Dinger könnt ihr hier raus sammeln, ist abgelaufen, könnt ihr als BG sammeln. Aus PvP, aus The Wild, aus Money in the Bank, weil ihr könnt einfach Money in the Bank, könnt ihr ja den Kontrakt einlösen, das zeige ich euch jetzt auch mal. So, ich würde sagen, ja. Machen wir das zusammen durch hier und dann zeige ich euch das. So. So, ja, ich gerade weniger rede, ich konzentriere mich gerade ein bisschen. Weil wisst ihr, warum ihr das bei dem Over the Modus machen solltet mit dem Entschlummstings erstmal die 12 verziehen, weil ihr habt nur begrenzt diese Werbung und wenn ihr das Ding gar nicht zieht oder so, könnt ihr es euch ja sparen, weil dann habt ihr mehr davon. Und ja, wenn ihr Gratis-Matches habt, solltet ihr es so machen mit 1, 2, 3 oder 4 gleich reinspielen, weil na, dann könnt ihr sowieso auf den Punkte machen. Das Event geht ja sowieso bis nächste Woche. Kommt auch noch eine Flash Vote und Flash Wing Domination diese Woche, also wird genug zu tun sein für jeden in WWE Supercard. Also auch für mich. So, und jetzt zeige ich euch das. Ihr geht auf Belohnung, geht auf das 15. 4 Draft Picks einlösen. So, und jetzt seht ihr hier. Ja, ihr könnt Hype ziehen. So. So, machen wir gleich mal alle. Und spielen den Hype wieder rein. So, Hype. So, oh, Glocke mit Hype. Nice. Ich muss mal die Knochen fusionieren, ich habe gestern schon wieder die Hälfte der Knochen weggeschmissen, weil ich es einfach nicht brauche.
So, wenn nichts zu Fall ist, da seht ihr, 5,5. So. Spielt man nicht herein. Ich habe die Taktik gestern so entwickelt, weil der Tipp kam erst gestern. Hier seht ihr, keine 5 gezogen. Und hier jetzt. Und hier dreimal Stone gefunden. Mit Bonus wäre es zwar geil, aber egal. Hier auf 2129. Und dann, ja, würde ich sagen, ciao, Leute. Hallo Leute, kommt zu einem Let's Play Supercut und ja, wir haben hier mal so ein Versionspack und ja, Skelett Alexa Bliss, na endlich, auf Summerslam 19, jetzt müssen wir, jetzt hoffe ich mal, dass wir nochmal Alexa Bliss aufs Skelett bekommen, das wäre so geil. Und ja, dann sage ich ciao, Leute. Hallo, ich bin zu einem Let's Play Supercut und ja. Und ja, wir holen das nächste Fusionspack ab vom Halloween Event und wir können es Samstag. Ich verstehe nicht, warum kein Samstag Karten kommen. Ich verstehe es nicht. Ich habe sicher noch genug. Ja, Knochen kann man ja mal gucken. Nee, wird sich auch noch ansammeln, das kann ich euch gleich sagen, Leute. Und ja, dann sage ich ciao, Leute. Hallo Leute, willkommen zu einem Let's Play wie Supercard. Und ja, ich habe deine TPG-Belohnung. Nämlich eine Champions-Belohnung. Mein Team hat wieder mal gewonnen. Sehen wir aber wieder SummerSlam 19 kriegt. Zweites SummerSlam 19 hintereinander. Cool. John Cena und Montez Ford. Der ist Pro. Den habe ich. Gut, der wird geplaylevelt. Und ja. Dann würden wir den jetzt mal leveln. Dann in den Wald schmeißen. Und der wird dann von mir geplaylevelt. Ach, ich hatte heute einen Pull. Ich habe Cesaro gepullt und dann hatte ich einen Early Pull nach 23 Resets und habe Peyton Royce gezogen. Das war das letzte Teil von Ali auf Dings auf ja, aus der Ring Domination halt. Wie Karten haben wir? 55, reinklatschen hier. So. Nee, Verbesserung nicht. Also mehr von 30. So, Ali weghauen hier. Um den Max zu bekommen. Tempo, Charisma und Härte. Und so, jetzt hauen wir die beiden in den Wald rein. So, dann müssen wir erstmal ein bisschen scrollen hier. Ja, Montez Ford. Bin ich froh, habe ich meinen dritten männlichen Pro und dann, wenn ich noch mein Dings habe, meinen zweiten Alistair Black Event Karte und den dann, ich werde nicht Heroic holen und wenn ich den dann auch noch beide geplaylevelt habe und das Event vorbei ist, dann werde ich den Pro und dann ist Alistair Black. Ja, sind quasi ja hier erstmal alle Katastrophenkarten aus dem Top 8 Deck raus, im Wald auch natürlich, im War-Modus auch. Im PvP, in den Events wird mein Deck besser. Und ja, meine Diven werden auch noch irgendwann mal besser. Und ja, dann würde ich sagen, ciao, Leute. Let's Play Supercard. Und ja, wir holen die nächste Knochenfusion ab. Und es wird wieder keine SummerSlam-Münzen. Ich verstehe nicht, warum ich keinen Lack bei den SummerSlam-Münzen-Karten nicht. Ich sage einfach die nächste. Dauert jetzt auch wieder 12 Stunden und ja. Jetzt hab ich schon einen Haufen gekauft und ich weiß nicht, entweder ich hau die weg und ihr sehen könnt. TWG und ja.
Dann würde ich sagen, ciao, Leute. Leute, und sind Let's Plays, Bakat und ja, wir holen die dritte Reanimator-Version ab, also diese Halloween-Version, die es gerade in Supercard gibt, und ich hoffe, dass ich mal. Und es wird leider wieder keine Sommer 19, ich kann aber schon die nächste starten, und ich habe sehr, sehr viele Knochen. Sehr viel. Es werden sicher noch mehr, weil wegen Domination bin ich noch bei der Katastrophe. Dann soll man es im Menzimusch machen und dann noch die Eventkarte ist da weg und dann habe ich die Pro. Ich bin sehen können, voll Summer's im Plus, weil ja Carmella gebrot habe, die im Team-Event war. Ich habe die ja gepult und ja. Und ja, dann muss ich mal ein paar Karten verschmeißen und ja, dann sage ich ciao, Leute. Zu einem neuen Let's Play WWE Supercard und ja, ich ja, habe eine Champions Belohnung für euch. Ja, mein Clan hat halt gewonnen und ja, ne SummerSlam 19 aus dem zweiten SummerSlam 19 TBG Pack. Ach, Zach Gibson, das ist leider wieder ein Single. Ich habe ihn leider noch nicht. Es werden immer mehr männliche Singles. Ich brauche aber eigentlich Pros. Aber ich habe mir auch schon, wie ihr seht, Macho Man ist Silver Heroic Pro. Ich habe mir Alistair Black Event Karte geholt. Und ja, ich habe auch eine SummerSlam Infusion wieder am Start, weil möchte wieder mehr Packs mal wieder aufnehmen und so. Und ja, da möchte ich auch was haben. Das habe ich natürlich auch geholt. Zach Gibson ist natürlich ein Single, habe ich nicht. Und ja, was soll ich dazu sagen? Wir hauen mal wieder schön der Wissenwerfer von 30 weg, weil da habe ich genug davon. So, Härte, Charisma und was braucht er? Kraft. Hauen wir ja dann eh auf den Brock hier aus, dann finde ich ja hier ganz unten. So, wie gut ist der? So ist der. Okay, er ist hier, okay. Ach ja, aber Luke Gallows war mein letzter Pull gewesen. Ich bin bei 71 Resets. Ich habe mir so einen Reset-Zähler geholt. Und ja. Na, öffne dich doch gerade das Pack. Ich werde aber hier ruhig nicht spielen, weil ich wollte es nicht und ja, ich verzichte auf den Heroic-Modus und ich werde dieses Pack nicht mehr kaufen. Dann schau, Leute. Willkommen zu einem Let's Play wie Supercard und ja, wir haben diese Carmella bekommen. Und hier, ja, ich habe sie Pro, jetzt muss ich die beiden noch playleveln und dann, ja, kann ich sie proben. Ja, hier ist so ein krasses Pack. Dann öffnen wir die erste Knochenfusion. Das ist ja gerade Halloween-Event. Shit. Ich dachte erst, dass wir das noch so ein Männchen bekommen, aber leider nicht. Dann tue ich jetzt meine Knochen fusionieren. Viel besser und vielleicht kriege ich ja hier eine Summer-Sendung raus. Können auch eine Maßnahmen-Sendung sein. Und ja, dann habe ich noch für euch die PvP-Belohnung: 1010 Eier. Okay, ein paar Shadow-Karten. Und drei Momentum-Slots. Okay. Ja. Hier gibt es schon so ein bisschen Karten, aber ich brauche die jetzt nicht, aber ich werde die Eier trotzdem mal sparen, weil, naja, ich brauche die jetzt nicht aus.
auszugeben. Und dann, ja, würde ich sagen, ciao, Leute. Hallo Leute, kommt zu meinem Let's Play Supercard und ja, wir öffnen jetzt die PvP-Belohnung. Drei Neon-Karten, okay. Drei Momentumsatz wie immer und 1400 Eier. Und das heißt, wir machen 2000 Eierpack auch zusammen. Und hier mal eingesammelt so 19, aber dass wir ihre Scheiß reingeworfen haben. Kacke oder was auch immer. So macht nicht mehr. Ich habe mir wieder ein neues Team suchen müssen. Ach du, okay, eine Karte. Stonecross, sie Horse nochmal, okay. Na gut, geht klar. Ich wollte zwar sagen, dass wir 19 Pros, aber na gut. So, schon gerade ist Max. Erde, Charisma, Kraft. Und Stonecold ist direkt wieder next. Erde, Charisma und hier den auf den Finisher. Ach übrigens, hier der Macho Man Randy Savage. Ja, der zweite Songcode kommt auch noch mit rein. Ne, schon, ich erkläre es euch auch nicht. Gut, dann würde ich sagen, ciao, Leute.